Ja, Eichhorn, eine Geschichte, die über die ganz Österreich spricht aktuell, eine fast unglaubliche. Bitte erzählen Sie mal, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie nach 20 Jahren Ihre Geldbörse im Attersee wiedergefunden haben? Mein Gott, ich bin vom Beruf her, also im Nebenberuf her, Fischer am Attersee. Ja. Und da fische ich auch mit sogenannten Schwebnetzen. Und die werden mit einem Anker am Anfang und am Ende versehen. Und bei irgendeiner Ausfahrt ist mir halt die Geldbörse ins Wasser gefallen. Und natürlich, man fischt immer an ähnlichen Plätzen. Ja. Und dadurch, sagen wir so, ist die Chance, sagen wir, die überhaupt besteht, dass man die wieder heraufholen kann, sehr gering oder wird ein bisschen möglicher. Ja. Und jetzt habe ich wieder gefischt an derselben Stelle, ja, und in ungefähr 80, 90 Meter Tiefe. Und es hat sich zufällig, also um den Anker herum hat sie auch das Ankerseil verheddert gehabt und hat so ein kleines Nest gemacht, wo sich die Geldbörse praktisch in die Seile, weil der Anker selber hätte sie nicht tragen können, in die Ankerseile hat sie das verstrickt, und wie ein kleines Nest habe ich dass man es auch noch heben kann über 80 Meter, ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass man nicht runterkippt oder irgendwas. Sie, also es war da festgezurrt sozusagen, und dadurch habe ich wieder bergen können. Ja. Aber Sie sagen, die Möglichkeit gibt es auch auf einen Lotto-Sechser. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, oder? Ja, gut. Das wäre mir natürlich lieber gewesen. Ja, das denke ich mal. Aber Sie, ganz kurz, ich habe gehört, also der Inhalt war noch intakt, da war ja auch noch richtig Geld drinnen, oder? Ja, es waren noch 100 Schilling-Scheine drinnen. Ja. Ich glaube 20er und so weiter. Ja.